Guten Tag und herzlich willkommen hier in Julian stirbt mit dem Dommy, der mittlerweile nicht so oft stirbt. Level 31 ist. So, ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter und zwar gehe ich runter da hinten. Nein, ich gehe nicht da hinten runter. Da hinten mag ich es nicht mehr. Da bin ich zu oft gestorben. Da hinten magst du es nicht? Nein, da hinten mag ich es nicht. Ich gehe jetzt hier hinterm Haus runter, weil da waren wir schon unten, da ist alles ausgeleuchtet und ich hole mehr Obsidian. So. Okay. Ich, keine Ahnung, ich brauche mal irgendwie mal so eine Grundversorgung an. Wow, wow, Mini-Zombie. Mini-Zombie und Spinne. Alter, was ist da los? Wir lassen uns überraschen. Der Julian hat irgendwie, glaube ich, starke Probleme. Oh Gott. Also, du hast momentan nicht so viel Glück. Na, echt nicht. Alles kommt zu dir. Keiner kann mich leiden. Und so. No. Aber der Mini-Zombie hat mir ein Hemd geschenkt. Das ist nett von ihm. Ja. Ha, ich hab den Oberprofi-Fackeltrick angewandt, um Kies abzubauen, ey. Hä? Hm? Kennst du nicht? Klär mich auf. Du baust den untersten Kiesblock ab und stellst eine Fackel drunter. Okay. Und dann macht die Fackel sozusagen den Rest der Arbeit für dich. Ah. So. Und nun bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, was tue ich jetzt eigentlich so? Irgendwie. Ich sollte was zu essen mitnehmen, wenn ich nach unten gehe. Fällt mir gerade auf. Dum, 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 dum. Ich mal im Übrigen Comic über Kacke. Habe ich dir das schon erzählt? Über Kacke? Ja. Nee. Ja, ein Kumpel von mir hat ein Buch geschrieben, das Ding mit dem Dünnschiss. Mhm. Videolinks, sage ich jetzt einfach mal links oben. Und das Tolle ist, das ist unillustriert und ich habe mir gedacht, Mensch, warum sollte ich denn irgendwas illustrieren, was es schon illustriert gibt? Das ist ja Quatsch. Also habe ich mir dieses Buch ausgesucht und mal da jetzt witziges Zeug. Da ist eine Hexe hinter dir im Übrigen. Die hat dir jetzt was aufs Dach geschossen. Ich hab's gemerkt. Ich habe überhaupt nichts zu essen. Mir fällt gerade auf, dass ich echt nichts zu essen habe. Zwei Herzen, anderthalb Herzen, halbes Herz. Nee, die vergiftet nur, da überlebst du schon. Ja. Wo sind die, Alte? Da. Sicherlich. Vorm Haus. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ist sie mal vorm Haus. Und ich schnapp mir einen Biberputzebogen und Pfeile. Und geh aufs Dach. Ach, du hast Druckplatten an den Türen. Natürlich habe ich Druckplatten an den Türen. Ich mache doch nicht jedes Mal die Türen auf und zu. Bin doch nicht bescheuert. Ach, kaum ein bisschen Arbeit. Ha? Sag, ein bisschen Arbeit. Wo hier. Wo ist denn die Bitch? Ja, die steht bestimmt so vor dem Haus, dass man sie von hier oben auch noch nicht sieht. Ach ja, das Leben ist hart.
Na, wo ist er denn? Abgedampft ist er. Vor lauter Angst. Nee, die steht da unten am Weg. Wo? Ha! Kill the bitch. Oh, die hält aber ganz schön was aus. Quatsch, Quatsch. Haha. And she's dead. Du, 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 du. Ich werde jetzt nur noch so zum Sniper. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen planlos, Domi. Was machen wir denn? Ja, ich auch. Wir haben ziemlich viele Optionen eigentlich, was wir machen könnten. Wir könnten den Schupfen, also das Lagerhaus mal fertig bauen. Wir könnten nach unten gehen und Obsidian sammeln. Wir könnten ganz viel anderen ja. Spaß haben. Wieso ist da die Tür auf? Das ist ja irgendwie ist das alles momentan sehr, sehr unkontrolliert. Ja, ich brauche einen Auftrag. Ohne Auftrag geht nichts. Ach, Zombie. Mann, oh Mann. Du redest aber auch schon gar nicht mit mir. Ja, du hast mir gerade meine Mission weggenommen. Ich wollte gerade den Weizen ernten. Das befriedigt meine Triebe, Kuh, liebe Kuh, liebe. Hallo. Was tun wir? Ja, was hättest du gedacht am Schupfen? Naja, der Schupfen hat kein Dach, zum Beispiel. Ja. Also das wäre jetzt nur so der erste Einfall. Ja. Der mir da so einfällt. Dann braucht der Schupfen, um ein Schupfen zu sein, auch noch Kisten. Die Kisten brauchen, damit man weiß, was drinnen ist, Schilde. Also weißt du, so, es gibt so ein paar Sachen. So. Ja, ja, ja. Die, ja. Die gehören sich ja, einfach ja, so. Ja. Okay. Okay. Und dann könnten wir uns vielleicht aufteilen, dass einer ein bisschen Holz macht und der andere. Ja, dann mache ich Holz. Was brauchst du? Birkenholz. Egal, Holz. Ich brauche Birke, Buche. Birke oder Buche. Habe ich eine Axt? Ich habe keine Axt. Ich habe eine Axt. Aber du kannst ja auch einfach eine machen. Ja. Ah, das sind Truhen in der Truhe. Ja. Geil. Und eine Schere. Ich habe Axt. Und Leder und Weizensamen. Und Pfeile. Also gehen wir first then. Geh first then. Kümmere dich mal um deine Umwelt. Ich gehe XP sammeln. Ding, ding. Katsching, katsching. Weil ich's kann. Mann, oh Mann. Da hinten habe ich doch schon voll aufgeforstet. Schau dir mal die geile Line an, die ich da gezogen habe. Moment, das hatten wir. Was? Mit Line ziehen. Und währenddessen du. Währenddessen du das machst, weil du brauchst ja wahrscheinlich ein bisschen, bis du genügend Holz produziert hast, damit ich weitermachen kann, kümmere ich mich hier um meine Bude, weil die ist nämlich scheiße hässlich. Da rege ich mich jetzt auch schon seit was weiß ich wie vielen Folgen auf. Ja, mit einem Turm kommst du nicht ganz so nee, klar. Nee, der ist bubu hässlich. Ach komm, nett, oder? Habe ich schon wieder einen Zombie in meiner Wohnung? Hm? Ach nee, die sind hinten draußen. Aber ich glaube, hier könnte noch eine Fackel stehen.
Tuck. Ja, der Hund, der ist ja ganz im Dunkeln. So, Kies raus, Stein rein. Und mal hier einen abachsen. Bam. Reinstein. Kein Schwein. Okay, das finde ich okay. Ich hätte irgendwie auch gern eine Säule aus Diamanten in meinem Haus. Was lachst du da? Das ist ernst gemeint. Nun, ja. Du nimmst meine Träume nicht ernst. Ich wollte auch mal Pokémon-Trainer werden, und? Das wollten wir doch alle. Ja. Und? Da habe ich auch nicht gelacht, als du es gesagt hast. Hey, Domi. Vor deinem Haus ist ein Creeper. Ja. Zwei. Nicht schon wieder. Wenn du wieder die Wände einreißt. Ah, jetzt ist er weggerannt. Zombie. Oh. Komm, Creeper, stirb, Creeper. Aha. Oh, das ist doch schon wieder Zombie. Dorfbewohner. Aha. Oh oh, bumm. Ach. Wo? Naja, an deinem Haus. Wo sonst? Ich hab doch gesagt, vor deinem Haus sind Creeper. Ich hätte zu diesem Bumm liebend gern gelesen. Captain Quizzle died. Nope. Nope, bitch. Ja, bitch. Ja, ich habe auch gelernt, dass ein gut platziertes Bitch eigentlich hinter jedem Satz. Was ist denn jetzt los? Warum sagt mir meine PlayStation, dass ich die nicht sprachsteuern kann? Ich will sie auch nicht sprachsteuern. Bitch. Bitch. Ja, ich glaube, die hört zu oft PlayStation, obwohl man gar nicht PlayStation sagt. PlayStation. PlayStation eliminierte den Dominik. Dieser Befehl ist nicht verfügbar. Mist. So, was haben wir denn da? Das ist doch cool. Das ist cool. Das ist cool. Das benutzt er eh nicht. Sortierst du gerade mein Inventar für deine Zwecke? Nee, ich schau, was du so hast und was man gebrauchen kann für den Schupfen. Ach so. Und brenn mal das Eisenerz, das du nicht in den Ofen gesteckt hast. Was ist denn da jetzt kaputt? Ach, hinter mir. Dieser. Ich finde es total witzig, dass dieses Skelett sich jetzt tatsächlich in dieses Loch vom Creeper reingesteckt hat. Aber da bleibt's jetzt auch. Ist mir jetzt egal. Selber Schuld. So. Deckel drauf. Weg. Feini. Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, ja, ich habe da oben meinen Turm eingerissen. Ja, wir werden im Übrigen sogar in Österreich geguckt und in Japan. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben in Japan tatsächlich irgendwie Leute, die das angucken. Ich frage mich so, ob die was verstehen oder ob die da nur drauf gehen, weil sie sich denken, hahaha, Deutsch klingt immer noch so wie 1945. 133, ja. Oder ob die sich das tatsächlich anhören, um Deutsch zu lernen. Dann sollten sie sich aber vielleicht was anschauen, was nicht von Oberfranken gedreht worden ist.
Das ist wohl wahr, weil das versteht ja keine Na, Sau. stimmt, wir können eigentlich einmal ein wenig einen Oberfranken raushängen lassen, ne? Ich meine, Naja, aber dann müssen wir dezimiert es sich dann, wirklich untertiteln, ne? gleich einmal die Zuschauer, weil das versteht ja keins mehr, ne? Die werden ja blöd, wenn sie das Naja, hören. aber hör ich mal, jetzt wenn da sehr leid wie die Franken-Animals Na, no, das ist gerne wohl auch voll richtig, das ist wohl abverstehst. richtig. Ich meine, das Aber schauen sie das ist ja ja nicht auch mein gleicher online, ne? Dialekt. Man glaubt es ja nicht, Na. aber das wird auch geschaut. Siehst du mal, wie das so Na, geht, hab. no, na, no. Ey, ich könnte mal Bier aufmachen. Das finde ich tatsächlich gerade einen Was haben wir denn jetzt sehr da? angenehmen Plan. Ein Bierler? Boah. Steht eigentlich auf 1 auf meinem Schreibtisch. Bei mir feier so. Man braucht ja weniger Arbeitsgrundlage. Oh. Mal, falls man so spontan braucht, man immer eins auf dem Schreibtisch. Naja, also immer habe ich jetzt nicht, aber Ich auch nicht, aber. das hat mir mein Mitbewohner mitgebracht, weil der ist nämlich Erben. Erben Memera. Oh, ey, das geht Wer mir hat fei denn auf da den eigentlich Zeiger da den. überall. Was? Naja, überall Zombie-Töne. Das möchte ich nicht. Ja, ist aber in meinem Haus genauso. Oder unter mir oder keine Ahnung, wo Aber der ich muss fei steckt. sagen, so der Keller kann man machen. Kann man so machen. Sag mal, was du jetzt da hinten, ne, wo ich die Karotten auch gepflanzt hab, hast du da jetzt Weizen reingesteckt in den Fußboden? Warte mal, das sind Karotten? Da habe ich eine Karotte auch gepflanzt, da sind drei herausgekommen, aber die drei da reingesteckt, Ey, du ja. bist ja ein Fuchs. Ich pack's nicht. Wo hast denn die her? Ja, die war halt da. N Entweder habe ich die mal vom Zombie abgestaubt, wie du erwähnt hattest, die hatte ich halt gehabt irgendwie. Oder aus einer Und dann heißt Kiste oder er. so. Nein. Wer Ja, du uns Sau. sagen kann, wo Domi die Karotte her hat, der gewinnt was. Und zwar ein handgezeichnete Skizze von seinem Facebook-Profilbild. Von mir. Ha. Ja. Versprochen. Also da werde ich schon mitmachen bei dem Gewinnspiel. Sowas hat sonst keiner. Ja. Ich bin nämlich sonst eine teure Illustrationsnutte. Bitch. Hey Domi, wie schaut denn das jetzt Ach ja, eigentlich hast du aus die von da Leinen. unten? Wie? Wo? Na, ich hab da jetzt halt noch irgendwas angekachelt. Dein Keller. Na. Oben, umrum. Anschupfen. Umrum. Ach, oben. Ah. Moment, geh mal ein bisschen weiter weg. Ach so, aber dein Turm reißt jetzt trotzdem an. Ja, schon. Schon? Ja, okay, kann man schon. Sieht, denke ich mal, besser aus. Also ich meine, ich mache da jetzt schon noch irgendwas, aber ich möchte erst mal gucken. Was? Mach mal dein Turm weg, dann guck ich nochmal. Ey, ich hab Rücken. Und die Folge ist eigentlich auch schon wieder Oh nö. vorbei. Ja. Ja. Ich bin immer so ein Freund von, lass uns das noch fertig machen, haha, und dann ist die Folge vorbei. Aber dann fällt einem immer tausend Sachen an, weil in Minecraft kennt ja jeder, ist man nie fertig. Ist das große Problem. Richtig Funke. Und was ich auch unbedingt haben will, im Übrigen, ist eine Wand mit Karten drauf. Die will ich, vielleicht mache ich die zum Nether-Portal dazu. Aber, So, neben links und rechts neben dem Nieder. naja, aber eigentlich ist es auch Kacke, weil
Oder gegen Ich kann Ingwer nicht immer von. alles in mein Haus reinstecken, weil dann ist immer alles in einem Haus und ich finde es eigentlich auch mal ganz nett, irgendwie so mehrere Häuser zu haben. Aber. Ja, wir könnten ja irgendwann mal den kühnen Plan fassen, die Häuser zu verbinden. Was zu verbinden? Ja, oder irgendwie, Schau dir mal keine Ahnung, deine dazwischen. Doppelgarage an und schau dir mal meinen Prunkschuppen an. Ja, ich weiß, meins ist noch recht Bungalow-mäßig. Also ich meine, weißt, Aber wozu der ich Luxus? sag's einmal so, Ja, kleckern, bitte. nicht kotzen, oder so. Nee, klotzen, nicht Ach kleckern. so, ja, oder so halt. Du weißt, was ich meine. Und ich meine, wenn ich irgendwie auf der Straße leben will, dann, oder das Gefühl davon, dann komme ich halt zu dir rüber. Es kommt davon, dass ich Dass du, zu ja. oft in Helmrechts bin. Da ja durchaus unten in der Albert-Schweizer Straße die Bungalow-Bauweise dort bevorzugt wurde. Wo ist denn bitte die Albert-Schweizer Straße in Helmbrechts? Na, unten im Loch Ach beim ja, da. Ja, naja, okay, gut. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so spannend für andere Leute, aber hey. Nee, aber. Bungalows sind kein rein holländisches Phänomen. Auch wenn wahrscheinlich die Bungalows in Helmbrechts Holländer gebaut haben. Man weiß es nicht. Ich mache gerade was, was sich ungefähr in der nächsten Folge als negativ herausstellen wird. What are you Mein doing? Dach. Ernsthaft jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Arsch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. What? Ist mein Zeug jetzt noch da? What Ja, oh, happened? huch. Dude. Sorry, ich muss dich jetzt wieder einladen, gell? Jetzt seht ihr auch, wie Ja. Domi heißt. Ich heiße eigentlich Horst. Und wie sein Profilbild ist und ja, dass er eigentlich eine Katze ist. Nee, Mann, ich hab voll den Scheiß gedrückt. Halt. Und bin halt gestorben. Warum auch immer ich gestorben bin, das weiß ich selber nicht, aber ich bin tot. Ich jetzt. Oh, auch gut. Ja. Das tut mir jetzt leid. Aber Passiert. wunderbar, das war noch mal ein Stück Death Counter. Wollen wir das einfach weiter? Soll ich einfach mal kurz Pause drücken und wir fangen jetzt neu an?